Morgen, Müller. Morgen. Hey, Martin, bist du da? Ich bin's, Henry. Los, mach auf. Ja. Na, Junge? Los, raus aus dem Bett. Muss dein denn so früh am Morgen schon raushauen? Früh ist es Mittag, Junge. Mittag. Da, lies mal. Rote Inge gesteht? Na, weiter oben, das Datum. 15. Juni? 15. Juni, dein Geburtstag. Kann sein. Na klar. Quatsch. Dann habe ich dir eben nichts mitgebracht. Willst du ein Würstchen? Kann so früh nichts essen. Immer wenn ich Würstchen esse, muss ich an Schweinereien denken. Fummler. Soll ich dir eine Milch raufholen? Viel zu gesund. Ein Tee. Von mir aus. Also gut, ein Tee. Und steh doch endlich auf. Wozu denn? Du musst mir die Haare schneiden. Morgen. Ich habe einen wichtigen Termin. Terminhetze, was? Na klar, Terminhetze. Findet bei dir natürlich nicht statt. Und die Texte sind auch noch nicht fertig. Es wird böse enden. Mensch, hier muffelt es mal wieder. Sag mal, wie viele Tage liegst du eigentlich schon wieder im Bett? Weiß nicht so genau. Interessiert mich nicht, draußen rumzurennen. Was interessiert dich überhaupt? Muss einem denn die Sonne morgens gleich so in die Fresse brennen? Also, was interessiert dich? Weiß nicht so genau. Ich weiß nur ziemlich genau, was mich nicht interessiert. Zum Beispiel morgens aufstehen. Und übrigens, der Vater von Balzac hat 20 Jahre im Bett gelegen. Naja, der. Und was ist mit den Texten für Block? Was ist schon Block gegen den Vater von Balzac? Was ist mit Anita? Was weiß ich. Ich dachte, ihr wollt euch verloben an deinem Geburtstag. Wer hat denn das gesagt? Anita. Die muss es ja wohl wissen.